Ob im Stift Herzogenburg die Pfeile der Liebe immer ins Schwarze treffen? Auch wenn die Liebe zur Kunst durch sie entflammt wurde, über ihre Zeichnung war die Besitzerin anfangs etwas geknickt. Was sind denn diese Knicke auf dieser Front? Ich habe gedacht, das kann nichts Besonderes sein. Und ich war dann in Wien in einer Ausstellung von Raphael und da waren auch Skizzen und die Skizzen hatten auch Knicke. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das was Besonderes. Vielleicht ein Raphael? Naja, wollen wir noch nicht sowas in den Mund nehmen. Vielleicht. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Sie haben uns hier ja eine charmante kleine Rötelzeichnung mitgebracht in einem nicht weniger charmant ornamentierten Rahmen. In einer sogenannten Mariage, nicht? Da ist der Rahmen viel jünger, obwohl er auch schon alt ist, als die Zeichnung selbst. Was wollen Sie von uns wissen? Diese Zeichnung stammt aus Italien, aus dem Haus meiner Tante. Und ja, sie hat uns diese Zeichnung einmal geschenkt. Und als sie es uns gegeben hat, haben wir es zu Hause mal genauer angeschaut und wir haben festgestellt, der Rahmen ist sehr üppig, die Zeichnung recht simpel, passt das zusammen. Und das andere, was wir gesehen haben, dass diese Zeichnung geknickt ist oder gefaltet ist. Und dann habe ich mir gedacht, warum faltet man sowas und steckt das in so einen reichen Rahmen? Und das ist jetzt die Frage, die wir an Sie haben. Was macht eine simple Zeichnung in einem reichen Rahmen mit Knicken drin? Ja, also jetzt gleich einmal zum Thema simpel. Ich halte die Zeichnung nicht für so simpel. Sie ist halt einfach, weil sie eindimensional ist und mit diesem dreidimensionalen josephinischen Rahmen, in dieser Zeit ist der Rahmen entstanden, ich würde sagen so 1780, 1790, hat das irgendwann einmal im 19. Jahrhundert oder auch später zusammengefunden. Da hat ein Connoisseur, der sich bei Zeichnungen auskennt und auch bei Rahmen auskennt, die beiden Dinge zusammengetan. Sie sind nicht so geboren. Vielleicht war er auch ganz glücklich darüber, dieser Connoisseur, dass dieses Format so gut gepasst hat, weil es ja wahrscheinlich nicht dafür nie so vorgesehen war, so etwas zu rahmen, weil Zeichnungen rahmt man ja in der Regel nicht, weil Papier ja lichtempfindlich ist und es eigentlich Zeichnungen nicht dem Licht ausgesetzt werden sollten. Nichtsdestoweniger kann man es natürlich machen. Aber in welchem Zusammenhang steht das? Sie haben Italien angesprochen und natürlich aus Italien kommt so etwas her. Man wird, wenn man so einen Amorknaben sieht, der da auf einem Meeresgetier steht, an den Triumph der Galatea in der Villa Farnesina von Raphael denken. Man wird an die Venus Anna Diomene denken, die immer wieder dargestellt wird, diese Schaumgeborene, die da dem Meer entsteigt und die natürlich von genau solchen Figuren begleitet ist. Der Amorknabe, der ja der jüngste der römischen Götter ist und nach vielen Erzählungen ein Sohn ist von Venus und Mars. Und insofern fügt es sich natürlich schön zusammen, dieser warme Rötelton, dieser Rotton mit diesem Instrument des Mars, diesem Pfeil und Bogen, mit dem dieser Amorknabe ausgestattet ist. Was besonders verständlich ist, denn eine der wesentlichen Triebkräfte unseres Lebens ist die Liebe, ist die Auswahl dieses kleinen Amors, der, wie er so schon sagt, wahrscheinlich kopiert wurde irgendwann einmal und jetzt sind wir bei einer ersten Datierung irgendwann im ausgehenden 16. Jahrhundert. Denn es kann diese Zeichnung durchaus schon um 1600 oder knapp vorher entstanden sein. Sie ist jetzt aber nicht, und da sind wir uns auch einig, das große künstlerische Meisterwerk, denn wenn wir es uns näher anschauen, sind viele Dinge sehr brav, sehr genau, sehr fein gemacht, aber jetzt nicht als Erfindung. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, da steht vorher der Künstler und überlegt sich, wie mache ich den Amor jetzt? Sondern den Amor gab es schon auf einem Bild und wurde nachgezeichnet. Wenn Sie etwa den Oberarm anschauen mit der Schattierung, die ist schon ein bisschen brav. Oder auch, wenn Sie schauen, wie auf dem Grund, Dr. Zeitler hat ja schon gesagt, das dürfte der Schwanz eines Drachens sein oder eines Meeresgetieres, das ist alles relativ brav, genau, ordentlich. Aber das macht der ganzen Geschichte keinerlei Abbruch, denn was ist ihm gelungen? Er hat diesen Zauber der Überraschung, dieses jetzt schieße ich dort los und entzünde die Liebe oder die Flamme der Liebe durchaus brillant und im richtigen Moment festgehalten. Ja.
Also was der Herr Dr. Kiesinger gesagt hat, ist ja tatsächlich so, der weiß, was er zeichnen wollte. Also er hat irgendwo eine Vorlage gehabt, darum haben wir ja vorher diese Vorlagen auch erwähnt, die da ins Spiel kommen könnten. Nichtsdestoweniger hat es aber doch so ein inneres Licht, das eigentlich recht bezaubernd ist. Auch wenn es in Partienweise ein bisschen trüger ist. Aber Sie haben eingangs den Knick angesprochen. Zeichnungen sind oft geknickt, die jemand seinem Auftraggeber mitgenommen hat und da vielleicht dann ausgefaltet hat und so und die man immer wieder mit sich geführt hat. Eine erfindende Skizze ist das wohl trotzdem eher nicht, auch wenn es den Knick hat. Das hat ja dann aus anderen Gründen irgendjemand in dieser langen Zeit, in dem dieses Blatt jetzt schon existiert, gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Kopie nach Correggio ist, aber in der Gegend ist es zu Hause, Norditalien, Parma und so weiter. Das war nicht als Kunstwerk gedacht, aber in fortschreitenden Jahrhunderten, also sagen wir im 17., dann vor allem im 18. Jahrhundert und ganz speziell im 19. Jahrhundert sind diese Dinge plötzlich sammlungswürdig geworden. Und dann hat sich einer gedacht, na gut, jetzt habe ich eine hübsche Zeichnung, wie präsentiere ich die? Und da kommt er zu diesem josephinischen Rahmen, der um 1780 ist, wahrscheinlich auch Italien in seiner Vergoldung, und bringt die beiden zusammen. Und es ist ein Sammlerstück geboren, das so nie gewachsen ist, das aber, jetzt sage ich einmal, unsere Herzen erfreut. Also ich bin ein totaler Fan, ich habe ein wirkliches Faible dafür. Und was eben wirklich auch ganz zauberhaft ist, ist eben dieser Dödel, der ja früher Blutstein genannt wurde oder Sanguine im Französischen, wo eben dieses Blutvolle auch irgendwo zum Tragen kommt und das hier natürlich ganz entscheidende Rolle spielt, um dieses Liebliche zu heben und in diese gleitenden Konturen auch überzugehen. Vielleicht ist es auch zum Teil mit dem Pinsel leicht angelöst, dieser Dödel. Ja. Ist also auch schön gemacht. Also insgesamt auch farblich schön zum Preis. Sie haben es ja geschenkt bekommen oder geerbt, nicht? Ich möchte es trennen. Ein Rahmen wie dieser kann heute durchaus 1200 Euro wert sein. Die schöne Vergoldung, die Schnitzerei, er ist auch in relativ gutem Zustand. Ich darf es noch einmal kurz auf der Rückseite zeigen, wie schön das auch gemacht ist mit diesen Untersetzerstücken, die da den Schnitzdekor halten. Also das ist ein wunderbares Beispiel einer Schnitzrahmung und vergoldeten Rahmung der Zeit um 1780. Und die Zeichnung, ich meine, ohne Namen ist es immer wieder schwierig, aber so aus dem Bauch heraus und für die Qualität und für die Gefälligkeit würde ich da auch einen Preis von durchaus 1500 Euro, jetzt sage ich einmal genehmigen, was ein bisschen blöd klingt, aber veranschlagen, sodass das Ganze insgesamt durchaus so 2.500, 3.000 Euro wert ist. Und das ist es allemal wert. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie es haben. Und ich hoffe, Sie haben es an einem schönen Platz und möglichst weit weg vom Tageslicht. So ist es, ja. Vielen Dank fürs Vielen Dank Zeit. Fürs Zeigen. Auf Wiedersehen. Also ich muss sagen, dass das positive Ergebnis ist, dass man jetzt eine Ahnung hat, wie das entstanden ist, in welcher Zeit und warum das so ist, wie es ist. Dass es also keine Auftragsarbeit insgesamt war, sondern dass hier etwas zusammengefügt wurde.